Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ostriff hier auf Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir müssen noch so ein paar Kleinigkeiten jetzt machen, die aufgefallen sind und die in den Kommentaren bemerkt wurden. Und das machen wir jetzt gleich. Und zwar wurde gesagt, ich sollte doch bitte das Feld auch aktivieren. Habe ich hiermit getan. Hier kann ich Right Click to Remove. Oh, geht gerade nicht. Soll ich das deaktivieren? Kommt denn in Führungsseason? Also ich weiß nicht, wie ich dieses Feld wieder zurückkriege, selbst wenn die Kühe da drauf sind. Kann ich einfach nicht wegschicken, ne? Also hier haben wir auf jeden Fall Kartoffeln, also da sind wir dann erstmal sicher, aber wir werden dann kein Weizen weiterhin haben für die Mühle. Und hier kann ich nichts anpflanzen und hier geht maximal Hemp. Das geht hier maximal. Dann geht nächstes Jahr vielleicht noch wieder Reed. Eigentlich wurde es komplett brach liegen lassen. Weil Hanf haben wir dann doch schon ein bisschen was auf Lager. Heu haben wir ja auch. Okay, das hat sich also auch schon hier eingelagert. Gut, und Wasser auch. Alles klar, okay. Dann hat er von hier hinten schon mal Heu geholt. So, dann gucken wir mal, wie es den Kühen geht. Eine zweijährige Kuh haben wir und einen einjährigen Bullen. Im Übrigen für den Bullen habe ich ja nach Namensvorschlägen so einigermaßen gefragt. Toto und Harry wurden genannt. Wir nennen den ersten Toto, den zweiten nennen wir dann mal Harry, wenn es denn soweit ist. Gut, war noch irgendwas? Ich hatte gerade einen Absturz. Ich habe gerade schon eine Folge quasi fast fertig gehabt. Naja gut, also, ich glaube eine Viertelstunde oder sowas ging es. Und dann hat sich leider Gottes das Spiel verabschiedet und gesagt so, nee, heute nicht. Ist nicht weiter schlimm, ist Early Access, ist hier eine Alpha, eine frühe Alpha, eine Alpha 1.3, also wie man unten in der Ecke sieht, ich weiß gar nicht, wann, also den nächsten Patch müsste ich ja rauskriegen, wenn ich das bei Twitter sehe. Im Übrigen, bei Twitter könnt ihr den, dem Spiel auch folgen, ne? Also das, da kriegt man auch mal ab und zu mal Informationen, aber das habe ich glaube ich schon mal erwähnt. Wie sieht es hier eigentlich aus mit dem, ah ja, das ist gut voll. So, und hier der Stand hat auch ein bisschen was, dann gucken wir mal ganz kurz noch mit dem Geld. Wie sieht es denn aus dieses Jahr? Na, minus 94. Wir haben jetzt September. Könnte klappen. Da wurde auch noch was dazu erwähnt. Achso, ein bisschen schneller können wir das jetzt hier noch laufen lassen. Sonst wären wir ja nie fertig. Dass die Mieten kann man anheben, ist aber nicht so unbedingt zu empfehlen, weil das dann sehr schnell zu unzufriedenen Bevölkerungen führt und das wollen wir natürlich auch nicht, ne? Wir wollen ja nicht, dass da Leute unzufrieden sind bei uns. Und der Plan mit dem... Moment, das habe ich vorhin auch schon gesehen. Das muss ich mir jetzt mal angucken hier vom Nahen. Warum hier? Wo ist es denn? Da ist das Wägelchen. Da sitzen jetzt da drei Leute drauf. Also zwei Erwachsene, ein Kind. Und die reiten jetzt hier ganz gemütlich. Ich weiß, ich kann Follow klicken, ich möchte es aber nicht tun, weil ich nicht weiß, ob das der Grund war, warum es wohin abgestürzt ist, das Spiel. Ach, guck mal hier, sogar die Federung wird sogar simuliert vom Wagen, wenn das hier drüber lang fährt. Also ich sag mal, also mit den Details hat er sich, da wurden sich wirklich richtig Mühe gegeben. Also bitte wo, in welchem Aufbausimulationsspiel sieht man genau das, dass auch der Wagen, auch wenn er jetzt gerade da mal so ein bisschen, also dass die Lenkung mitgeht, dass die Reifen mitgehen, auch wenn er da ein bisschen spinnt, aber... Das siehst du doch sonst nirgendwo. Dass so der Wagen mitgeht? Also immer noch wieder allen größten Respekt an den Entwickler, der das Spiel hier produziert. So, nächste Frage ist im Übrigen, ich hoffe, ich kann hier irgendwann sagen, through the season. Also die Season ist doch eigentlich um, oder nicht? Hier kann ich es doch machen. Also da weiß ich noch nicht, wie ich hier... Toto und Elsa von der Weide wieder runterkriege. Elsa, was hat denn... Wer ist denn jetzt eigentlich Toto und wer ist Elsa, ne? Auch so eine Frage. Wer ist der Bulle? Moment, das muss man doch eigentlich sehen. Oder da haben sie... Nee, das ist... Nee. Da ist kein Euter dran und da sehe ich auch keins. Ah, gut, jetzt suchen wir hier schon nach Euter im Spiel. Also, wobei, wenn ich Päpstlicher bin, dann zerpapst. Bin ein wenig verwirrt. Ich würde gerne dieses Feld umstellen, dass ich hier, vielleicht darf ich, muss ich hier einfach dieses das rausnehmen und hoffen, dass es dann klappt, dass er die jetzt hier abzieht. Gut, nehmen wir das mal raus und gucken mal, ob das dann klappt, ob er es dann hier hinten an die auf das Feld schickt.
Weil das Feld gehört ja hier dazu. Das sollte noch gehen. Im Übrigen, ich habe mir auch Angst ge oder Sorge gehabt wegen der Entfernung des Feldes. Das sieht echt scheiße aus. Hier so am Rand das Feld rangeklatscht, sonst irgendwas. Also, ne? Schönheit machen wir später mal. Wir werden uns jetzt noch ganz kurz darum kümmern, dass wir mit dem Fischer so weit kommen, dass wir ein weiteres Nahrungsmittelfeld eröffnen. Dazu braucht man erstmal das Fishing Dock und zweitens den Boat, das Boat, den Boatyard, das Boatyard. Keine Ahnung, die Werft, sage ich einfach. Denn ein bisschen muss man die Schiffe oder die Boote, die der Fischer braucht, die müssen halt gebaut werden. Dazu braucht man quasi die Werft und dann braucht man natürlich auch das Fishing Dock. Stellen wir mal direkt daneben hin. Uneven Terrain. Das ist ja toll, dass es hier uneben ist. Was da nicht ran? Ja, sag mal. An der Straßenseite geht nicht. Ja, Straßenseite, Flussseite. Das wäre doof. Kann ich ja hier ein bisschen rotieren? Kann man das Ding eh nicht? Ja, nu. Jetzt habe ich die einzige Stelle, wo ich es hin hätte bauen können. Auch noch. Da steht was im Weg. Hier geht es wieder hin. Naja, Gott. Die Boote können ja schwimmen, das Stück, oder? Komm, dann kommt der halt dahin. Meine Güte, hat er sich aber, ne? Das ist schon wieder. Na gut, das geht aber alles noch. Also mir wurde gesagt, wenn man dann nachher so 150 Leute als Bevölkerung hat und quasi eigentlich den ganzen Wald hier schon abholzt, ringsherum, dann könnte es durchaus zu Schwierigkeiten führen. Ich wollte nochmal die Umfrage gucken, welches das nächste Feature ist. Aber ich meine, es war, es ging dann nachher doch um die Ökonomie und beim Handel irgendwas. Weiter. Oh, guck mal hier. Die haben sich den Tonkrug hier über den Pfeiler gemacht. Wahrscheinlich dreimal dran gestoßen, jetzt muss ein Tonkrug dran, dann klappert es nur und stößt man sich nicht so hart. Mal gegengelaufen oder so. Man weiß es nicht, keine Ahnung. So, ich hoffe immer noch, dass jetzt hier irgendwann mal die Kühe da verschwinden. Der Flug soll ja hoffentlich, oder ich hoffe mal, die Produktivität der Felder erhöhen. Und hier haben wir noch 0,3 Weizen und hier haben wir quasi gar kein Weizen mehr. Das heißt, wenn das durch ist, hat die Mühle nichts zu tun, dann können wir den doch von dort wegholen. Hier liegen noch genügend Logs, Firewood und Wood rum. Ja, da machen wir trotzdem erstmal wieder eine Arbeit oder zwei Arbeiter rein, damit wir dann während der Bauphase. Die Gebäude, wird denn hier irgendwo was gebaut? Ja, das wird gebaut. Da klappt es doch schon los. Wie verrückt. Mann, drin. Da geht sogar ins Wasser. Eckig. Echt lustig aus, ne? Also wie er das umgesetzt hat, die Kisten werden angeliefert, dann geht er da auch ins Wasser rein und dies und das und stellt die Fehler. Es entsteht nicht einfach so, wie bei anderen Spielen. Ich weiß gar nicht, welches Spiel das war, wo ich das vor kurzem gesehen habe, wo ich noch gesagt habe, Mensch, ins Kind in der heutigen Zeit, da macht man das doch nicht mehr so. Wo das Gebäude aus der Erde herauswuchs. Ach Mensch, wo habe ich denn das gesehen? Wo halt wirklich eben das Gebäude so langsam aus der Erde herauswächst. Guck. Ein Ein-Mann-Projekt. Wie schön er das macht. Dass wirklich die Balken einzeln dahin transportiert werden. Die Balken dann von einem dahin getragen werden. Und dann dort auch genau in dem Moment quasi die nächste Ausbaustufe des Gebäudes zu sehen ist. Ist doch einfach klasse. Also, da kann man auch sagen, was man möchte. Größtes Lob an den jungen Mann. Also, ich selber bin auch Entwickler. Und solche Sachen zu entwickeln und sich da wirklich Gedanken zu machen, sonst, das ist nicht einfach. Und das wirklich so konsequent und auch durchzuziehen und nicht dann irgendwann in dieses Laissez-faire reinzulaufen und zu sagen, ja, nee, dann halt nicht, ne? So, den Arbeiter können wir rausschmeißen hier, weil wir haben kein Weizen mehr. So, wie sieht's hier aus? Wir haben noch ein bisschen Mehl, ein bisschen Kartoffeln. Wie viele Kartoffeln haben wir hier noch? Oh Gott, ob wir das nächste Jahr drüber wegkommen, das weiß ich aber auch noch nicht. Sunflowers haben wir. Siehst du, das mit dem Öl wollten wir auch noch bauen. Es gibt viel zu bauen, es gibt viel zu bauen. So, kann ich jetzt hier schon irgendwas machen? Nein, kann ich immer noch nicht. Das hilft ja gar nichts, ne? Das hilft ja wirklich nichts. Gut, was macht sie? Ach hier, da wird wieder Heu geholt. Moment, wo bringst du es hin? In den Heuschober. Oh, guck mal, langsam schiebt sich das Dach dann nach oben. Schön! Ich bin begeistert. Kann man Heu verkaufen? Kauft das einer? Wahrscheinlich nicht, ja? Moment, da können wir noch mal in die Weltstadt gucken. Hier, in die Weltgeschichte. Dann gucken wir hier mal hin. No active deals. No manager at trading post. Ach so, und wenn no manager at trading post, sehe ich da natürlich nichts. Alles klar. Ah, ja, das könnte natürlich ein Problem werden. Ja. Also kann ich nur hoffen, dass hier dann die Kartoffeln schnell genug da sind. Sorry, das war mein Kater.
Kennt er aber schon, oder? Das habt ihr bestimmt in einem Video schon mal gehört, dass er dann ab und zu hier einfach mal so ein bisschen wild durch die Wohnung rennt und freidreht. Ach, guckt euch doch mal an, wie schön das gemacht ist. Jetzt wird hier der Baum langsam aber sicher, kriegt hier Herbstlaub. Herbstlaub fällt langsam runter. Also einfach nur mal zuschauen jetzt hier, in dem Schnelldurchlauf, wie der November kommt. Weißt du, dann ist das so ein Vollpfosten von Kader, der sich überall stößt, ne? Das war ist auch vor, irgendwo Eleganz mal verteilt wurde, da hat er einfach gesagt, nö, ich nicht. Ich komme auch so durchs Leben, tu mir ein bisschen weh ab und zu, fauch denn deswegen die Leute an, die um mich drum herum stehen und sage, die sind schuld. Sorry, also, naja gut, so ist er halt. So, und jetzt fällt hier so langsam aber sicher das Laub runter. Und das sieht man dann hier unten auch liegen. Das schon. Das ist, ne? Ich meine, ich finde ja diese. Wir können ja hier ein bisschen. Also, es ist ja sowieso ein bisschen so ein Quassel-Let's Play. Auch wenn man hier immer viel schöne Sachen entdeckt. Ich finde diese Zeitraffer-Videos hier ganz toll. Ne? Also, ich, da, es gibt ja Menschen, die wirklich. Ich nehme es mir ja auch vor, aber ich bin halt einfach zu unkonsequent. Jeden Tag an einem Ort eben hinstellen, die Kamera immer in die gleiche Richtung und dann auf einen bestimmten Ort ausgerichtet. Jeden Tag ein Video machen. Ein Video, ein Foto machen oder auch zwei, also eins morgens, eins abends und oder halt immer zur festen Zeit und dann diese Videos oder das Zusammenschneiden zu einem Video und das dann im Zeitraffer ablaufen lassen. Das finde ich ja richtig klasse, ne? Also das, ich bin da einfach, ich wollte das auch mal machen, dass ich jeden Tag 18 Uhr, ich wohne hier so am Hang und kann dann quasi über die Stadt gucken so ein bisschen und da dann halt ein Bild machen, wie man dann über den, über, darüber, über den Hang hoch guckt, ne? Und über die Stadt und dann die Kirche und das Rathaus, und das sieht man dann alles so schön und dann jeden Tag ein Bild machen. Wobei mir das natürlich im Winter mehr gefällt als im Sommer. Ich bin wirklich ein Wintermensch. Ich mag Schnee ungemein. Also, wie das aussieht, da, ach, schön. Bin begeistert. Ich bin einfach nur begeistert. So, wir fallen jetzt so unter 500 Ressourcen. Weiß gar nicht, wie viel man am Start hatte. Ich weiß gar nicht, wie viel hatte ich am Start? Häusling geht noch ein bisschen hoch, okay. Local Sales hat natürlich richtig Geld eingebracht, ne? Wenn man das so sieht hier. 200 und auch, jetzt haben wir den Wechsel in den Schnee nicht so richtig. Boah, das tut richtig weh in den Augen. Gut, jetzt haben wir Winter. Kann ich jetzt hier was einstellen? Jetzt kann ich hier was einstellen. Sehr schön. Weed. Bitte schön. Hier machen wir Weizen. Dort machen wir Kartoffeln. Kühe sind im Stall, beide sind 2 Jahre alt. Zum Ochsen kann man einen machen, das wollen wir aber nicht, weil ne, der Bulle, der soll ja eigentlich jetzt dafür sorgen, dass wir Kälber kriegen. Ich weiß auch nicht, ob 2 Worker jetzt ausreichen, aber ich denke mal, für 2 Kühe, 2 Worker, das ist ein bisschen overpowered an der Stelle, aber gut. So, hier haben wir die 2 Worker noch drin. Hier ist keiner drin. Wie sieht es hier weiter aus? Baustelle? Da gibt es einen Worker, aber hier fehlt noch ein bisschen was. Die Frage ist, Nägel, wie habe ich denn dann noch? Hier noch 600 Nägel. Iron haben wir auch noch ein bisschen. Da müssen wir wahrscheinlich dann mal irgendwann was dazu kaufen. Da brauchen wir dann mal einen Manager, dass wir dann mal Eisen irgendwo dazu kaufen, weil soweit wie ich mitbekommen habe, ist Bergbau noch gar nicht drin. Was ich immer gesucht habe, so, ah, wo kann ich den Eisen abbauen? Das gibt es wohl noch nicht. Aber vielleicht wird das ja noch. So, am Hof kann ich ja jetzt eigentlich mal sagen. Nee. Da ist ja jetzt erstmal die nächsten. Einen lassen wir da, damit der Ochsenkarren, dass sich um den Ochsenkarren gekümmert wird und den Rest, der macht jetzt hier mal den Träger und mal so richtig schön, dass die hier arbeiten, dass im Winter gebaut wird. Das ist ja auch etwas, was ich in Life as Usual immer gemacht habe. Also das Personalmanagement, dann halt im Winter die Bauprojekte in Gang bringen und im Sommer dafür sorgen, dass die Nahrungsmittel da sind, also in der Saison, ne, dass alles klappt. Weißt du nicht, ob das hier denn auch so schnell geht mit dem Umziehen, dass die Leute dann da hingehen? Und ob denn hier wie in Life is Judel, da ist es ja extrem wichtig, dass du die Laufwege richtig kurz hältst und dass man da sehr, sehr schnell sich quasi die Siedlung mit kaputt machen kann, dass dann ein Feld wirklich in einem Jahr nicht mehr abzuernten geht. Obwohl halt da steht, ja, du kannst maximal 5 Mann oder sowas in die Ernte schicken und dann hast du das und dann trotzdem hat es nicht geklappt. So, das Ding ist jetzt fertig. Haben wir erstmal ein Boatyard gemacht. Okay, ich denke mal, dass das wieder so läuft, dass wir hier sagen, ich möchte gerne ein Boot haben und dass der es dann uns produziert. Und momentan
ist ein bisschen zugefroren, also gibt es im Winter auch wahrscheinlich keinen Fisch. Oder er macht denn. Vielleicht macht er ja auch Eisangeln. Weiß man nicht. Aber ich gehe eher davon aus, dass man im Winter dann weniger Fisch kriegt als im Sommer. Aber das will ich unbedingt haben, dass wir da jetzt dann drei, vier Fischer noch auf dem Wasser haben. Allein nur der Nahrungsmittel wegen. Weil es ist, glaube ich, es wäre eigentlich nicht schlimmer, als wenn wir jetzt wirklich dadurch den Fail hinlegen und, also nicht einen Fail, aber eben dran scheitern, weil kein Nahrungsmittel mehr da ist. So, bis jetzt ist das ganz gut gelaufen. Ich habe mal so ein, zwei anderen kurz für die Schulter geschaut mittlerweile und da habe ich dann doch schon gesehen, dass die dann am Anfang sehr schnell gescheitert sind. Also, dass die dann so, oh ja, jetzt bauen wir hier Häuser, dies und das, bauen. Out of nails. Und keine Chance gehabt, noch irgendwas zu bauen, damit man irgendwie an Nägel kommt. Ne? Weder den Handelsposten, noch die Schmiede rechtzeitig gebaut. Ne? Also, das habe ich schon gesehen und dann bei einem sind sie dann halt auch verhungert. Er hat sich dann auch nicht ums Essen gekümmert, nicht um die Nahrung gekümmert und naja. Also das wollen wir jetzt versuchen zu vermeiden, aber ich habe hier ein kleines Helferchlein, der sehr, sehr ausführlich immer doch kommentiert und immer sehr viel hinschreibt und auch wirklich hilfreiche Tipps gibt. Das ist sehr schön. Also das freut mich auch, dass man da dann auch ein bisschen zusammenspielt und ein bisschen rausfindet, wie und wo und was das hier funktioniert und wie es gut funktionieren kann und so weiter. Gut. Ja, das erholt sich so langsam denn heute wahrscheinlich, ja. 22%, aber hier, das hat man richtig. Also die Sunflowers, die haben das echt richtig ausgelaugt. Lass mal gucken, wie wir das denn schaffen. Also jetzt mit vier Feldern sollte eine Dreifelderwirtschaft eigentlich durchaus möglich sein. Wir das gut hinkriegen. Dass also immer mindestens, eigentlich würde ich gerne immer mindestens drei Felder haben, die bepflanzt sind und dann sollte sich das mit dem Teil der Bevölkerung, den wir jetzt haben, auch ganz gut ausgehen. So, hier gibt es immer noch keine neue Kuh. Jetzt mach doch mal. Nee, relocate wollte ich nicht. Aha, okay. Also du kannst es dann einfach so ziehen in den nächsten. Ah, okay. Gut. Gut zu wissen. Man kann es einfach so ziehen in den nächsten Kuhstall. So, jetzt haben wir Februar. Wir werden noch warten, bis. Vielleicht nichts, ne? Ein bisschen Wasser ist da. Oh, mein Gott. So, und hier unten wird fleißig Baumaterial hingeschafft. Dann wird ja hier wahrscheinlich gleich ein Arbeiter wieder erscheinen und dann weiter den. Oh, schön. Weiter den Hafen hier, beziehungsweise die Fischereianlage ausbauen und dann, wenn wir hier den Fluss ein bisschen hochfahren, da ein bisschen den Fluss hochfahren. Ich denke mal, ein paar Fische werden hier schon lang schwimmen, ein paar kommen durch. Wo ist denn die Karte eigentlich überhaupt? Wie weit kann ich denn bauen? Ah, bis dahin. Ja, so. Also ich sag mal, wenn wir das voll bauen wollen, da haben wir was vor. Das definitiv. So, jetzt gucken wir weiter zu hier, wie der Bau vorangeht. Dann ist das nämlich mit der Fischerei schon erledigt. Ein Produkt mehr, was wir verkaufen können an die Bevölkerung. Ein Produkt mehr, was Nahrung bietet. Wo unsere Bevölkerung noch wächst dadurch. Okay. Fand ich eine recht erfolgreiche Folge dann, wenn das so klappt. Also fertig. No boat. Okay, so. Wo kriegen wir jetzt Order a boat? So, drei Boote haben wir geordert. Dann müsste jetzt hier eigentlich sein. Fishing boat. Möchte ich ja gerne haben. Gut, dann machen wir hier mal einen Worker rein. Cannot complete an order in winter. Komm, es taut schon ab hier. Seht ihr das? Wasser ist schon wieder flüssig. Da ist es runter. Und jetzt taut es hier. Das ist dieser Übergang. Ich habe die letzte Folge genannt, oh, wie schön ist dieses Spiel. Und ohne Worte, oder? Das ist wirklich schön. So, Fischerei steht. Ich bin begeistert. So, hier können wir jetzt, müssen wir aber ganz schnell, oh, jetzt müssen wir ganz schnell dafür sorgen, dass hier Worker angestellt werden. So, vier Stück nehmen wir uns hier erstmal. Ach, guck mal, wie schön. Ei, guck. Zack, umgegraben, umgeflügt. Moment, das müssen wir uns mal langsam angucken. Oh, da steht sie da hinten drauf auf dem Flug und dann geht das mal hoch und runter. Ich brauche gar keine vier Arbeiter hier. Das hier. Drei reichen hin. So, dann fährt sie hier wieder zurück, stellt ihn ab.
So, hier wird dann nichts gemacht weiterhin. Das, ah ja, jetzt, das erholt sich so langsam aber sicher. Oh, ob das in einem Jahr erholt ist. Na, das werden wir sehen. So, jetzt sind sie hier alle zu vier drauf, dem Acker. Und da, ach, da fliegt der nächste. Doch, sieht doch niedlich aus, oder? Hoch, runter. Obwohl, jetzt hin und her hätte ich gesagt, geht, läuft hier besser, aber gut, sie macht hoch, runter. Wie nennen wir die Ochsen? Oder das sind Toto und Harry? Nein. Toto und Harry sind ja. Family is out of food. Das ist etwas, das sollte nicht passieren. Ernsthaft, out of food? Potatoes 0,9? 0,7. Family is out of food. Wieso kriegen die jetzt nicht genug Essen? Was ist da los? Hier ist ein Worker. Hier gibt es ein bisschen Mehl, ein bisschen Kartoffeln und Milch kommt auch schon an. Beef können wir rausnehmen. Das ist definitiv. Ein Bullen. Newborn. Ach, ein Bulle. Egal. Aber wir haben einen neuen Bullen. Wir haben das erste. Oh. Da ist unser. Da ist Harry. Da ist Harry. Harry ist geboren. Puh, schön. So, und die Bäume wachsen hier wirklich auch hoch. Ob die die denn irgendwann mit abreißen, das weiß ich gar nicht. Auch weil dann kann man den Trick ja wirklich benutzen, dass man da. Dann selber Bäume hinpflanzen, dass die dann abgenagelt werden, abgenagelt, abgeholzt, genagelt. Gut, okay. Ich sehe schon wieder, ich bin schon wieder so im Spiel drin. Wir haben die 21 Minuten voll. Die Folge ist damit jetzt so langsam aber sicher am Ende. Ich freue mich gerade tierisch, dass wir das dritte Rindviech haben. Ein Bullen. Mich ärgert, dass Family Out of Food da oben steht, weil ich nicht weiß warum. Sollte eigentlich nicht passieren. Flour, Potato Milk und hier werden wir Fisch noch ansetzen. Fisch. So. Das, ah, hier, da geht's los mit dem Boden. Das erste Fishing Boat geht auf Reisen. Fishing Boat, sehr gut. Dann können wir hier sagen, wir möchten drei Fischer einstellen. So, ich hoffe, dass ich genügend Arbeitskräfte da zur Verfügung habe. Hier brauche ich jetzt erstmal kein, oder beziehungsweise kein neues Log. Da können wir einen von abziehen. Ich würde auch sagen, dass wir hier einen abziehen, weil einer kann sich doch bequem um die drei Kühe hier kümmern. Das lassen wir hier so. So, jetzt guck mal selber nochmal in die Bevölkerungsstatistik nach. Oh, da wollte ich so genau, wollte ich ja gar nicht hingucken. Looking for jobs sind zwei Stück. Okay, not enough food, no jobs available. Okay, also ist das hier, läuft das schon ganz gut hier. So, er fährt raus. Fishing Boat. Angelt er jetzt auch? Sieht man das denn, dass da Fische mit mal ins Boot hüpfen oder so? Guck mal den Fischer zu. So, dann nehmen wir hier das so ein bisschen. Leider 0,1 Fisch. Aber ich habe nichts gesehen, wie was reingesprungen ist. Wieder dahin zurück. Ein Körbchen mit Fisch in der Hand. Wo hat das hingetragen? Ins Haus direkt, ne? Ja gut, wenn wir draußen stehen, das bei dem Wetter ist auch nicht schön. Ne? Das wird ja dann so schlecht. So, wir haben den ersten Fisch. Wir haben den ersten Fisch. Jungs und Mädels. Sehr gut. Also, jetzt aber wirklich. Das war eine Folge Ostriff hier aus Steel Games Studio. Mein Name ist Master Schröder. Wir haben es geschafft. Die ersten Felder sind gepflügt worden. Wir haben eine weitere Kuh, also einen weiteren Bullen. Harry ist geboren. Wir haben die Fischereihafen. Die Folge war durchaus erfolgreich. Wenn diese Meldung da oben nicht andauernd kommen würde. Aber das kriegen wir auch noch gerissen. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auf Wiedersehen.